So, das tue ich mal weg. Hier aus dem Karton raus. Kann ich alles besser wieder einräumen. Oh, mein Lebkuchen. Lecker, lecker. Ja, ja. Oh, mein Nutella. Ja, ich liebe Nutella. Ja, ich weiß, nicht vegan. Ich weiß das. Aber lecker. Ich weiß. Ich bessere mich ja. Ich esse es auch nur noch ganz selten. Ne, Kinders. Ja, Kaliman. Ja, du bist so ein süßer Fratz. Ihr seid alle super, ne? Alle super. Hier, eure gebackenen Kekse. Nein, nicht fürs Frauchen. Hier, die schönen Bücher. Ich freue mich darauf. Jetzt ist das Wetter ja schön. Da kann ich mich den ganzen Tag draußen mit den Tieren beschäftigen. Habe ich kein Problem mit. Ich habe auch jetzt zwei Jacken an. Mir ist das scheißegal. Hauptsache die Sonne scheint, bin ich draußen. Ja? Darf kein Wind sein und nicht nass. Dann bin ich draußen. Aber jetzt kommen ja erst noch die richtigen schlechten Tage. Und dann freue ich mich so darauf, durch die Bücher zu schmökern. Wirklich. Ganz toll. Ach, freue ich mich ganz dolle. Herrlich. Stauden sind sowieso klasse. Und hier besonders Gemüse und Kräuter. Das ist ganz toll. Denn nächstes Jahr möchte ich mehr... Ich erschlage gerade meinen Lebkuchen. Ich habe ja dieses Jahr unglaublich viel gepflanzt für die Bienchen. Das war mir ja wirklich ein Anliegen. Ich weiß, dass das im Grunde bekloppt ist. Als ob das was ausmacht, wenn ich hier Bienenpflanzen hinmache. Ja, das rettet die Welt auch nicht. Ist mir völlig klar. Aber trotzdem war es für mich einfach ein Bedürfnis, ganz viel zu pflanzen, was Bienen brauchen. Und dementsprechend habe ich die letzten zwei Jahre unheimlich viel für die Bienchen, Schmetterlinge, Käferchen, was weiß ich, für die Insekten gepflanzt. Aber nächstes Jahr möchte ich unbedingt mehr jetzt so Gemüse und Obst für mich anpflanzen. Ne, Kinders? Was heißt für mich? Für euch natürlich, ne? Weil ihr liebt das ja auch. Ne, ihr esst ja auch ganz viel Obst und Gemüse, ne? Hier. Nee. Ich baue ja sowieso schon immer Tomaten, Zucchini, Salat, Gurken und sowas an. Logisch, logisch. Aber es gibt ja noch viel, viel mehr. Deswegen sind die Bücher ganz toll. Es gibt ja noch viel, viel mehr. Nee. Was ich lernen muss.